Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Dead Space 2. So Leute, ich habe jetzt das getan, was ich angekündigt hatte. Nämlich, ich habe ein bisschen ausgemistet. Auch nur so ein bisschen. Und wie ihr seht, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das Impulsgewehr zu behalten, den Plasma-Cutter. Und ihr seht auch schon am Wert, ich habe da einiges an Energieknoten reingepumpt. Den Ripper und vor allem auch die Strahlenkanone. Also eigentlich so die Standardbewaffnung, die man aus dem Vorgänger kennt. Aber im Endeffekt ist das, glaube ich, die effektivste Bewaffnung, die man halt irgendwie haben kann, denke ich. Ich habe den klassischen Anzug angezogen extra, weil dann bekomme ich ja 10% Rabatt im Shop. Und habe, wie ihr seht, ich hatte ja keinerlei Heilgegenstände mehr. Ich habe noch ein 3er Stase-Set verkauft gehabt aus dem Safe und habe jetzt die ganzen Medipacks gekauft. Hab Munition gekauft, da hatte ich nämlich nur noch hier die 17 Schuss Impulsprojektile, den Rest habe ich jetzt gekauft. Und wie gesagt, zig Energieknoten noch geholt, um die Waffen noch ein bisschen zu verbessern. Das zeige ich euch mal gerade, was ich da gemacht habe. Damit wir da eine Sprache sprechen, so. Können erstmal ein bisschen heilen, dann nehme ich noch das Kleine. So, muss reichen. So, und zwar... Also, Strahlenkanone habe ich nämlich hier oben den Schaden jetzt beträchtlich verbessert auf 24 Punkte insgesamt. Beim Ripper habe ich gar nichts gemacht. Plasma Cutter habe ich auch sowohl die Kapazität verbessert als auch den Schaden zweimal. Sind wir bei 16. Ja, Impulsgewehr habe ich gelassen. Ich habe überlegt, ob ich hier auch noch den Schaden verbessere, aber das war jeweils ein Punkt. Ja, ich meine, klar, bei der Menge an Projektilen, die ich verschieße, ist das schon viel. Aber nee, ich denke mal, ich fahre damit ganz gut. So, hab gerade nochmal gespeichert. Würde jetzt nochmal kurz die Anordnung ein bisschen ändern. Ich weiß noch nicht wie. Bewegen. So. Okidoki. Ja. Wir dürfen gespannt sein. Dürfen gespannt sein. Was? Kapitel 12. Ha, seht ihr? Passt doch perfekt, dass ich die ganze Änderung vor. So, Plasma Cutter ist jetzt die Waffe meiner Wahl. Also Primärwaffe im Endeffekt. Oh. Ripper Kling. Ripper Kling nehmen wir mit. Mir gefällt nicht, dass wir so viel Munition finden. Ist zwar schon cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass ich gleich mit Angst zu tun bekommen werde, wahrscheinlich. Und ihr auch. So. Ich hätte ja gesagt, dass wir reingehen können und versuchen können, den zu starten. Und sie geht raus nur die Energiequelle. Aber da ist nur noch ganz wenig Lebensenergie, der Rick hat. Ja. Bin ich einfach mal ein Gentleman und sage, okay, bleib du hier. Außerdem fehlt dir ein Auge. Oh! Okay. Noch irgendwas Schönes. Ah, da hinten ist noch was, seht ihr? Ja, immer aufmerksam sein. Was? Da war ein Geräusch. Gut,
Also, wir müssen wahrscheinlich... Also, da müssen wir auf jeden Fall langsam, wenn die Zwisten nicht hier... Das ist gar nicht mal so wenige. Ja, ja. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich will aber einen kleinen Abstecher wagen. Boah, wie viele Gegenstände wir gesammelt haben, ist ja krass. Die Ellie können uns ja eigentlich Rückendeckung geben, ne? Was soll das denn jetzt? Gut. Okay, gegnertechnisch ist ja nicht viel. Ah, das ist jetzt absolut nicht schlimm. Gegenteil. Aufzug runterfahren. Oh! Ups. Scheiße. Ah, ist doch scheiße. Warte mal. Weg, 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 weg. Ich habe gedacht, ich hätte was gesehen. Nämlich ein sogenanntes Scheißvieh. Aber ich habe mich getäuscht. Aber ich traue dem Braten noch nicht zur Gänze, muss ich sagen. Diese Kackzisten, die machen es nicht besser. So, okay. Okay, eine Blutspur, okay. Also im Endeffekt kann ich jetzt hier auch nur diese Abdeckung hier wegmachen oder was immer ich hier machen soll. Achso. Was? Platine. Ich habe Flinte gelesen. Ich habe wohl gerade das System kurz geschlossen, sodass die Navtasten umgangen werden. Glück gehabt. Ja. Ja, einfach nur ja. Manchmal genügt es auch einfach nur ja zu sagen. Ja, komm, ich heil mich mal. Oh nein! Ja, alles in Ordnung. Alles in bestester Ordnung. Auch wenn ich ein Stasi-Dingens verschwendet habe. Davon habe ich eigentlich so viel benutzt im Laufe des Spiels. Hui! Hui! So stelle ich mir das vor. Okay, dann die prädestinierte Waffe dafür. Und Flammenwerfer ich noch effektiver dafür. Haben wir die andere Energiezelle schon gefunden? Nein, ja. Ich suche noch. Nur noch eine, richtig? Ja. Okay. Treffen wir auch mal cool. Okay, sind die Kackviecher wegen weg, weil die nerven mich nämlich mit ihren Kackgeräuschen. So, genau. Energiezelle. Okay, einer ist noch hier. Ah, du! Okay, ich meine, ich hätte auch dran vorbeilaufen können eigentlich, aber... Safety first, ne? Wie möchte ich ihn leben?
öffnen. Es wird jetzt so die Hölle losbrechen, bestimmt, wenn ich das Ding rausnehme. Oh. Hier ist noch eine Zyste irgendwo. Hallo? Dann wird die Hölle losbrechen, wenn ich das Ding hier reingedingst habe. Verloren. Der Verteiler hatte einen Kurzschluss. Ich brauche Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich sehe mich mal um. Viel Glück da oben. Nein, nicht jetzt. Okay. Okay, ich habe die Anspielung nicht verstanden, Leute. Habt ihr die Anspielung verstanden? Bitte einmal kommentieren, wenn ihr die Anspielung verstanden habt. Und mich bitte aufklären. Weil ich habe es irgendwie nicht verstanden jetzt, was das sollte. Also wieder hoch. Sind wir auch schon quasi vorher machen können, das andere. Aber dafür sind ja schon die Gegner gespawnt, die halt spawnen, wenn man sich hierhin begibt. Mal doppelt gemoppelt, ich hab's auf jeden schon gesagt. Es wäre nur asozial gewesen, wenn wir nochmal spawnen würden. Ist das Licht, ist das neu? Ja gut, die Platine habe ich ja schon geholt. Aber was soll ich damit jetzt anfangen? Hallo? Hallo? Also laut Dingens soll ich hier hin. Und jetzt? Soll ich dagegen hauen vielleicht? Mann. Heißt wieder draufstecken vielleicht. Damit hier wieder Ordnung einkehrt. Was? So. Okay, vielleicht soll ich das jetzt erst holen, deswegen ist das Spiel jetzt ein wenig verwirrt. Mir gefällt das hier alles irgendwie nicht. Ich weiß, irgendwie habe ich da so ein ganz mieses Gefühl mal wieder. Hallo, Ellie, kannst du uns bitte irgendwie... was ist denn das hier? Ah, haha, lustig. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verdrahtet werden. Was? Ich habe dir nicht verstanden. Nichts. Nichts. Ach Leute. Mach mich doch nicht fertig. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass die Hölle losbrechen wird. Unser Staat ist regeneriert. Soll ich den neu verdrahten, Mann? Sag mir doch einfach bitte genau, was ich tun soll. Ich brauche exakte Anweisungen. Vor allem ich nenne es mal Ping-Ding, das führt mich immer hier oben hin. Immer hier oben hin einfach. Ja, und dann? Ich kenne mich mit Verdrahten so nicht aus, Mann. Ich bin kein Praktiker, ich bin Theoretiker. Ich kann nur labern, aber nicht schaffen. Also ich kann auch schaffen, aber nicht handwerklich halt. Anpacken kann ich schon, aber nicht so filigran. Ja Leute, ich habe keine Ahnung. Jetzt fahren wir zum 30. Mal hin und her. Also 30 minus 27. Ja, Ellie. Ach, ich hasse sowas, Mann. Weil gerade so in einem Spiel, da will ich einfach nur Gegner töten. Und im Idealfall nicht getötet werden. Und nicht hier so rumrennen und irgendwelche Sachen verdrahten.
verschlossen. Dann muss ich das Ding wieder rausholen und irgendwas damit machen. Ach so! Okay. Aber ich meine, ihr habt es ja gesehen mit diesem scheiß Ping-Ding. Es ist einfach nur nervig. Warum zeigt mir das nicht einfach an, dass ich einfach hier hin soll? Nee, zeigt mir einfach die Rampe an. Geschafft, ich hab das Ding am Laufen. Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit sie draufklettern können. Danke. Ach, Kinders. Oh! 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 Scheiße! Einfach rennen, einfach rennen. Okay, Strahlenkanone hätte ich gar nicht verschwenden brauchen. Das war total unnötig. Es ist halt auch einfach nur laut. Ne? Wenn es einfach laut ist, habe ich eine brutale Reizüberflutung. Wenn ich eine Reizüberflutung habe, kann ich einfach nicht mehr klar denken und... weiß ich nicht. So, kontrollierte Feuerstöße. Ich sag mal so, Assassinen werden die Viecher nicht mehr. Dafür sind sie zu laut, wollte ich sagen. Uhuhu. Aber es sind schöne, nette, liebe, tolle, kleine Munitionslieferanten. Also von daher kann ich damit durchaus leben und arbeiten. Das ist alles in Ordnung. Ja. Solange keiner von hinten irgendwie kommt. Da kommt der nächste. Oh oh! Das O bezog sich ja darauf, dass ich 3 Schuss verschwendet habe, anstatt darauf, dass es irgendwie gefährlich werden könnte. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich jetzt die: Spawnen die jetzt endlos? Das glaube ich zwar eigentlich nicht, weil es wäre Dead Space untypisch. Außer man kämpft gegen den Boss und der sondert irgendeine Kacke ab. Ui, ui, ui! Das war. Das war schön. So. Und da runter. Kann ich nochmal zurück und speichern? Weil was machen Kinder hier bei so einer Förder... Also eine Raffinerie oder was das sein soll. Was soll das bitte? Was soll das? Ups. Ich tausche aber gerne 3 Projektile gegen eine Strahlenkanonenmunition. Das ist ein extrem guter Deal. Probier mal was. Wow. Hat super funktioniert. Hoi! Ups. Ah, von da oben. Muss ich da hoch? Nee, muss ich nicht. Das heißt, ich greife von hinten an. Das ist überhaupt nicht nett. Naja. Also von 2 Seiten angegriffen werden, ist immer so ein bisschen blöd. Was ist das? Wie hat der Achilles gesagt, ist das wirklich alles?
Okay, Isaac, dann. Ich weiß nicht, was du machen sollst, aber mach's einfach. Ach, okay. Okay, ich hab's geschafft. Okay, mal sehen, was das Baby drauf hat. Ich denke, wir wissen alle, was jetzt hier abgehen wird. Bastarde, ui. Nein, nicht das Scheißvieh.